Es ist soweit. Nachdem bereits im Dezember erste Abbrucharbeiten an der Welle durchgeführt wurden, fehlt zum Start des groß angelegten Umbaus auch die große, den Außenbereich prägende Rutsche. Seit der Eröffnung vor rund 25 Jahren war sie neben dem Wellenbecken das Herzstück des Gütersloher Freizeitbades. Ersetzt wird sie im Rahmen der Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten durch zwei neue Rutschenanlagen mit einer Länge von rund 100 Meter und einer Höhe von etwa 10 Metern. Weitere Highlights werden der neue Eltern-Kind-Bereich, der als Wasserspielgarten neu inszeniert wird, sowie das Leerschwimmbecken, welches zu einem vielseitig nutzbaren Kursbecken mittels Hubboden umgebaut wird. Das neue, zukünftig im Winter bis zu 29 Grad beheizbare Außenschwimmbecken wird dann übrigens ganzjährig betrieben. Bis es soweit ist, bleibt die Welle für rund ein Jahr geschlossen. Von der Schließung nicht betroffen ist die Järvesauna, die ab dem 11. Januar zu den gewöhnten Öffnungszeiten zu besuchen ist. Mehr Informationen zum aktuellen Stand der Umbauarbeiten gibt es wie immer im Internet unter www.welle-gütersloh.de.